Also ich habe Ente, ich habe Nüsse, ich habe Teigtaschen. Musst du wieder diese Bögen dünnen? Ja. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute bei Edi mit zwei Freundinnen. Das ist ein All-You-Can-Eat-Restaurant. Da bestellt man aber von der Karte und notiert halt auf diesem Karte hier, was man so gerne haben möchte. Das haben wir vorher eben gemacht. Und ja, es schmeckt und wir essen hier gern. Deswegen, yum yum, los kann die Speiserei gehen. Wenn das jetzt so eine Live-Übertragung wäre, dann würden sich die Leute denken, Gott, sind die langweilig. Ja, voll. Aber was stellst du dir vor, was man beim Essen macht? Die schrupfen, oder was? Die sind so geil. Die Schnitten sind einfach nur lecker. Füllen wir den Schein aus. Füllst du das Scheinchen aus? So, was wollen wir? Ich nehme wieder die Schrimps. Das Einzige, was ich überhaupt nicht ab kann, ist die komische, grindige Soße. Deswegen mache ich immer den. So California Rolle. Wie die Rolle? Ist die groß? Mhm. Die Ente, willst du auch nochmal Ente? Die Ente will ich auf jeden Fall. Dann will ich nochmal die Mikado-Rolle mit Avocado und Haselnuss. Die Shogun-Rolle, die wir so gerne essen, ist mit Ente, Jungzwiebel, Teriyaki-Soße. Was ich noch irrsinnig gern esse, sind die Gyoza. Eben die Sweet Chili Soße mag ich überhaupt nicht. Die Sesamkanälen sind auch irrsinnig lecker, aber auch wieder mit der Sweet Chili Soße. Ich würde irrsinnig gerne mal die Ente haben, aber da ist eine würzige Sojasauce dabei und die will ich nicht. Wobei, ich könnte ja wieder die Ente nehmen und sagen, ich will keine Soße drauf haben. Haben sie ja letztes Mal auch gemacht. Das da ist 51, oder? Ja. Kreuz an und ich sage ohne Soße. Wir können unsere Socke ausziehen und das Wasser. Die Schokolade. Wollt ihr auch mal kosten? Und ich habe die Ente ohne Soße gekriegt. Nein, nein. Keine California-Marke für die Susi. Ich fühle mich reduziert. Dafür kriegen wir immer alles. Meine Kalifornien-Marke. Sie ist auch gar nicht. Ja, ich will aber meine Kalifornien haben. Ich hab so nicht gesehen, da ist ein Loch drinnen. Ja, schau sie dir an, was machst du? Was machst du? Susi. Mit Essen spielt man nicht, ich weiß. Man muss ehrlich sagen, die Schokorolle schmeckt man besser als die Ente. Da putzt du nur. Das ist ein super Ramona. California Maki. Nee. Man mit verrückten Menschen essen ist. Aber ich will nichts sagen, aber ich habe geisteskranke Freude. Ich bin eine California Rolle. Ja, und ich bin eine Shogun-Rolle. Lass uns knutschen.
Hallo, ich bin eine angeknabberte Sesamgarnele. Also ich finde die Soße gut. Die Geschmäcker sind verschieden. Oh, oh, apropos, in den Schwanz gebissen. Blöd, wenn man in den Schwanz beißt. Natürlich in den Garnelenschwanz. Also wie gewohnt, die Soße muss ab. Leider seht ihr nicht, wie sie sich aufführen beim Marke nehmen. Mich haben sie nicht gesehen, ich bin das ewige Geheimnis. Mysterious Girl. Yes. Dritte Runde. Also ich will diese Bonsai-Hund. Hallo, ich bin eine California-Rolle. Die Susi ist eine California-Rolle und es fällt ja bald wieder alles auseinander. Und dann wundert sie sich, warum sie nicht mehr bekommt. Ich nehme wieder Ente. Wer will Ente? Die Shogun-Rolle? Einmal? Ich würde niemals Donald essen. Eine Shogun-Rolle. Kalifornien nochmal? Aber die Sesam-Garnelen. Willst du auch Sesam-Garnelen? Zweimal? Ich will eine, dann muss ich gut, dann nehmen wir eins. Machen wir 50-50. Tintenfischringe? Einmal 73. Einmal 73, das sind Torpedo-Garnelen. Was sind Torpedo-Garnelen? Ja, die kannst du in den Arsch stecken. Vier Propeller dabei. Oder damit du Vollgas geradeaus. Also meine Schwester möchte sich Torpedo-Garnelen in den Popo stecken. Du bist wahnsinnig, ich esse jetzt noch eine Garnele. Nimm einmal noch 17. Eine Ebi-Rolle. Dann nehme ich einmal noch die Ebi-Tempura-Maki und dann haben wir es. Schau, da kommt meine Brille oben. So viel dazu, dass sie nicht gefilmt werden möchte. Die machen da drüben eine Disco. Disco, Disco, Party, Party. Kusai. Das ist Kusai. Das ist die Andrea. Kusai. Du musst den Hummer nochmal essen. Ich will den Hummer nicht nochmal essen. Der war voll eklig. Ja, noch dazu, weil es nicht weißt, was du essen kannst von dem. Schere? Ja, aber die Schere hätten sie da aufklappen müssen. Wie soll ich aufbeißen oder was? Weißt du noch, wie du das Rote gegessen hast und dann hat sie gesagt, das kann man nicht essen. Sie hat gesagt, sie weiß es nicht, also, sie glaubt nicht. Aber die das zweite Rote hat... irgendwas vom weiblichen Hummer, irgendwelche Dinge oder... Die zweite hat aber dann gesagt, das isst man nicht. Das haben nur die weiblichen Marinetten. Und was war das Grüne? Grün? Es aber war Rot Rosen? Drin, ja, das es ist war aber auch Grün irgendwas. Drin. Das war das weiße Fleisch. Vielleicht ist das der Inhalt vom Magen, was der Hummer vorher gegessen hat. Oder von nein, das sind irgendwelche Organe, die man irgendwas mit dem hat. Mit Plasma. Und was du isst, ist, du zupfst die Füße aus von denen, also du musst sie abreißen und dann musst du die Schere ausdrücken. Den Schwanz halt. Den Schwanz, ja. Wie ist das denn von einem Hummer betitelt? Soll ich das humerische Hinterteil sagen? Oder ich weiß nicht. Ja, das sind die Torpedo. Ja, das sind Propeller. Ich esse jetzt mal, damit ich dann aufs Klo gehen kann. Du weißt schon, dass das hier nicht blöd gelungen hat. Ich esse jetzt aber, damit ich aufs Klo gehen kann. Ja, auch damit. So macht man das, wenn man die Soße nicht hat. Und so macht man das, wenn man die Soße haben will. Mein Leben ist vorbei. Nein, ich mein aus, nicht im Sinne von mein Leben ist aus, sondern die Marke und ich, wir haben Schluss gemacht. Hallo. Hallo. Ihr seid gefeiert wie immer. Was geht ab? Geht's euch gut? Hallo. Also da sind nochmal Schauen wollen. Die kann man so nicht sehen. Das ist ja so ist besser. Schaut mal. Warte mal. Schaut mal hier. Ja, schaut aus was wie. Was könnte das hier sein? Oh nein, was könnte das hier danke. Sein? Danke. Und wieder meine Flaschen. Plattfisch. Warte mal, ihr Gesicht. Ich glaube, sie kann nicht mehr. Kann man in der Handtasche verschwinden lassen. Oh, servus. Entschuldigung, der ist mal rausgekommen.
Ja, da waren die Augen mal wieder größer, da ist der Hunger, ne? Aber es ist immer hier. Immer bestellen wir zu viel. Ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall wären wir mit der Speiserei fertig. Und wenn die Andrea jetzt aufhören würde zu lachen, könnte ich ja halt zum Ende kommen. Also, falls euch das Video gefallen hat, wisst ihr das Übliche halt. Hier werde ich das einen Daumen nach oben oder umgehen oder so. Ja? Auf jeden Fall werde ich hier euch bedenken, dass ihr mich abonnieren könnt. Wäre echt toll von euch. Ich wünsche euch einen guten Feinschmeck. Tschüss. What the fuck is that? Ein guter Feinschmeck ist, wenn man jemanden Mahlzeit wünscht, Falls euch das Video gefallen hat, unterzüge ich auf jeden Fall. Riesig und Nebenwirkungen, lesen Sie die Gebrauchsanleitung, bitte fragen Sie Ihren Arzt oder bitte.